Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Ja, herzlich willkommen hier, meine Damen und Herren. Ihr seht schon, heute mache ich mal ein bisschen was nachkommentiertes. Und zwar seht ihr im Hintergrund ein Gameplay, das habe ich auf der Festplatte gefunden, zum Glück, weil ich unbedingt eins gebraucht habe für heute. Ist echt nichts Besonderes. Ist irgendwie ein 43.6 oder so mit Hater-Raps und Geist erspielt. Ansonsten, wenn ich dann noch ein bisschen drüber spreche am Ende, dann kann es sein, dass noch ein anderes Gameplay kommt. Und ja, Leute, auf jeden Fall, ihr merkt vielleicht schon, ich bin so ein bisschen durch den Wind. Ich wollte euch einfach mal erzählen, was ich heute alles gemacht habe. Das ist so krass. Und nicht abschalten, wenn ihr nicht auf sowas steht normalerweise. Glaubt mir, diese Story heute ist auf jeden Fall sehr, sehr ausführlich. Und zwar bin ich heute um 6 Uhr aufgestanden und ihr fragt euch jetzt, Marcel, wie ist es überhaupt möglich? Wie kannst du um 6 Uhr aufstehen, der sonst immer so um 13 Uhr aufsteht? Soll ich euch mal ganz ehrlich sagen, ich habe selber keine Ahnung, wie das möglich war. Heute auf jeden Fall der Taxifahrer angerufen, yo, Marcel, ich bin jetzt da, Digga. Na, hat er natürlich nicht gesagt, aber ihr wisst schon, wie sowas ist. Auf jeden Fall dann direkt erstmal rausgesprintet ins Taxi, dann straight nach München geflogen, Alter. Ich bin ja nicht so der Flugfan und direkt mal wieder ein bisschen Angst gehabt und so. Wobei, ich habe es ein bisschen im Griff jetzt so. Ich habe nämlich heute so ein besonderes Meeting. Was das genau war, kann ich schon erzählen? Ich glaube nicht. Ich will es nicht unbedingt erzählen, aber es ist auf jeden Fall was richtig, richtig, richtig krasses, Leute. Wenn das alles so klappt, wie es wir uns vorgestellt haben, dann werdet ihr euch auf jeden Fall für mich freuen, denke ich mal. Und auch für euch wird was Cooles dabei rausspringen. Deswegen auf jeden Fall die Ohren steif halten, so wie ich meinen Penis, kleiner Freestyle. Ja, ihr merkt schon, ich bin durch den Wind, dass so unlustige Scheiße hier auf jeden Fall reinkommt. Ja, Leute, dann bin ich von dem Meeting, also das war bei einem großen deutschen Fernsehsender, um es mal so zu sagen, bin ich dann um 15 Uhr ungefähr wieder zum Flughafen gefahren. Dann hatte ich so eine Situation, die war echt komisch und zwar, oh Gott, ja, mir fällt doch was ein, Leute, jetzt kommt die Triple Story, okay, drei dumme Sachen, die direkt aneinander passiert sind. Und zwar, passt mal auf, Leute, das erste, was passiert, ich bin in der U-Bahn-Station gewesen und dann wollte ich halt zum Flughafen zurück und da kam da so ein Typ so mit Polizeimontur und einer Knarre und einer MP dabei und ihr wisst ja vielleicht, dass ich da echt, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall dann, als er gekommen ist, bin ich weggegangen. Er dachte natürlich direkt, das ist verdächtiges Verhalten von mir, hat mich dann die ganze Zeit so angeguckt. Ich bin halt sofort weggegangen, als ich ihn gesehen habe, so als ob ich irgendwie Drogen oder so dabei hätte, aber ihr wisst ja, dass ich von sowas nichts halte, aber ich halte auch nichts von Waffen und ohne Scheiß, wenn da so ein Typ mit einer Knarre neben mir steht, ich habe da übelst das mulmige Gefühl, keine Ahnung, wenn ich so hier an den Terroranschlag 2011 von Anders Breivik denke, der auch sich als Polizist verkleidet hat und dann absolut 80 Jugendliche geschlachtet hat, denkt man sich auch so, Alter, man weiß es nicht. So, dann bin ich weggegangen von dem, keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich da mit dem Zug gefahren. Leute, das ist kein Fake-Lachen, ich bin einfach nur durch den Wind, aber wisst ihr, was mir dann passiert ist? Leute, ich kennt ihr diesen Moment, wo ihr euch entscheiden müsst, nehmt ihr die Rolltreppe oder geht die Treppe hoch? Ich wollte mich gerade so, ich war so am Struggeln, ja, dann dachte ich mir so, okay, ich hatte kein einzigen Handgepäckstücksding, wie kann ich es noch mit dem richtigen Artikel beenden, keine Ahnung, kein richtiges Handgepäck dabei, sondern alles hatte ich in meine Jackentasche gestopft, Handyladegerät, Schlüssel, Handy, Kopfhörer, Dokumente und so weiter und so fort. Und ja, dann dachte ich mir, okay, komm, gönnst du dir mal die Rolltreppe. Okay, das war eigentlich der falsche Schluss, aber ihr wisst, was ich meine. Dann bin ich zur Rolltreppe gegangen. Und ohne Scheiß, dann ist genau vor mir, wirklich 2 Meter vor mir, eine Frau, also war alles voller Leute, ist einfach mit so 2 Backflips einfach vor mir die scheiß Rolltreppe runtergefallen. Aber da wurde ihr natürlich direkt geholfen, sonst hätte ich das gemacht. Ich bin bei sowas echt immer am Start, dass man da helfen kann. Man kann ruhig seinen Mitmenschen helfen, aber da wurde schon geholfen. Aber so straight 2 Backflips, so vor meinen Augen und ich so... Ich so ein bisschen so, dass man das Lachen nicht so zeigt, aber man muss einfach lachen, wenn man nicht lachen darf. Das kennt ihr. Wer das kennt, lässt mal ein Like da. Wer das kennt, so. Es gibt so viele Situationen, wo das so ist. In der Schule war das immer so schlimm, ey. Da hat meine Lehrerin geheult und ach, keine Ahnung, das ist. Jermaine und ich haben uns so kaputt geladen, das war echt nicht mehr normal, so, aber richtig so. Auf jeden Fall hat die Frau 2 Backflips gemacht, aber ich habe Instant Karma kassiert fürs Lachen. Ich habe sowas von Instant Karma kassiert. Also, ich glaube, mehr Instant könnte Karma nicht sein, Leute. Und zwar habe ich dann, ich weiß nicht, wie das geht, ich bin mit Air Berlin geflogen, okay? Ich bin aber voll verwirrt gewesen, ich hatte man geht ja zu einem gewissen Gate, wo dann das Flugzeug startet. Und ihr wisst ja, ich war eh schon aufgeregt, ich hatte diesen heftigen Termin im Rücken, ich war da schon mega aufgeregt, ich war beim ersten Flug aufgeregt, ich war müde und ja, keine Ahnung, alles kam zusammen. Und ich gucke dann so, ah, dahin zu dem Gate muss ich, obwohl mein richtiges Gate schon auf der Karte stand, habe ich mich dann für ein falsches Gate entschieden, bei Lufthansa. Und ich war eigentlich mit Air Berlin. Und ich gehe so durch die Sicherheitskontrolle, es sagt keiner was, ich zeig mein falsches Ticket, sagt keiner was. Ich gehe wirklich straight 300 Meter durch den Flughafen zum letzten Gate, weil ich dachte, ich muss da hin. Dann zeige ich das da so und sagen die so, hey, warte mal, das ist doch Air Berlin, warum bist du hier bei Lufthansa? Du musst absolut zurück durch die Sicherheitskontrolle.
Ich bin also umsonst einmal kontrolliert worden, bin dann zurückgegangen beim zweiten Mal. Ich musste durch zwei riesige Flughäfen, ich kenne auf jeden Fall Flughafen München, kenne ich jetzt auswendig. Durch zwei riesige Flughäfen musste ich rennen, um dann endlich bei meinem Gate anzukommen. Es war so krank, Alter. Die Frau meinte schon, das können sie eigentlich gar nicht mehr schaffen, aber ich habe es irgendwie geschafft. Mit einem schnellen Gang habe ich es irgendwie geschafft dann. Ja, dann nochmal geflogen, Alter. Oh mein Gott, ey. Dann einfach so kaputt. Ich habe es irgendwie noch geschafft, diesen Flieger zu bekommen. Nochmal geflogen. Also zweimal einen Tag geflogen. Das ist ja für mich schon heller belastend. Also, ja. Was soll man dazu sagen, Leute? Das war schon richtig, richtig krank. So, und jetzt bin ich wieder zu Hause. Und deswegen, ich hoffe, dass ihr mit diesem Video hier zufrieden seid. Wäre auf jeden Fall cool. Ich bin so im Arsch. Und ich muss jetzt auch die nächsten Tage noch ein bisschen was machen. Weil ich nämlich eine coole Aktivität geplant habe, für die ich vielleicht ein bisschen vorproduzieren muss. Mal schauen. Auf jeden Fall, richtig krasser Tag irgendwie. Richtig weird einfach wieder. Das ist doch wieder so typisch. Dass ich erstens Angst vor Polizisten habe, Angst vorm Fliegen. Dann fällt eine Frau aufs Maul. Dann gehe ich zum falschen Terminal. War noch irgendwas Dummes eigentlich. War noch irgendwas, wo ich mich absolut blamiert habe heute. Ich glaube, sonst ging es eigentlich. Also sonst war es noch ganz cool. Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, ein kurzes, knackiges Video für zwischendurch. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like dafür dalassen würdet. Und was in die Kommentare schreibt, was Nettes. Dann bin ich raus für heute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.